Geschichte ist anders gelaufen, als Marx sich dachte. Im Kapitalismus, den er analysierte, ist die Verelendung des Proletariats wahrlich nicht fortgeschritten, noch die von ihm erwartete Revolution ausgebrochen. Dort, wo vor 50 Jahren Lenins kommunistische Losungen die Massen ergriffen und dem Ersten Weltkrieg im Osten ein Ende setzten, lässt das Reich der Freiheit zumindest auf sich warten. Verständnis der Gesellschaft jedoch, der westlichen zumal, bleibt oberflächlich ohne seine Theorie. Dass sie in akademischer Nationalökonomie nicht die ihr zukommende Bedeutung erhält, ist umso erstaunlicher, als der Horizont der Wirtschaft in der gegenwärtigen Zeit bei allen Unterschieden an das Jahrzehnt nach Versailles gemahnt. Wie auch immer die Diagnosen der Experten, ihre Analysen und Vorschläge lauten mögen, das tägliche Leben in den sogenannten fortgeschrittenen Ländern ist von der drohenden wirtschaftlichen Krise beherrscht. Die steigenden Kosten, die Diskrepanz der schmalen Einkommen und des Aufwands für neueste Errungenschaften, die Problematik des Sparens für Geborgenheit im Alter, der wachsende Missmut sind Symptome des Zerfalls der bürgerlichen Lebensweise, die im Gegensatz zur Idee der Revolution den Nichtbesitzenden als Ziel erscheinen könnte. Die marxische Lehre auch nur im Groben darzustellen, kann hier nicht die Aufgabe sein. Sie führt die sogenannte klassische Konzeption der bürgerlichen Wirtschaft über sich hinaus. Hatten die großen englischen Ökonomen die Gesetze der freien Konkurrenz zu erforschen versucht, die Regelmäßigkeit der Krisen wie ihre Notwendigkeit erkannt, so meinten sie, ihre Überwindung, die Wiederherstellung der Harmonie von Angebot und Nachfrage auf immer höherer Ebene, könne durch immanente wirtschaftliche Kräfte ohne staatlichen Eingriff sich vollziehen. Im Anschluss an die große Aufklärung galt der frühen bürgerlichen Ökonomik die richtige Gesellschaft als unabtrennbar von der ökonomischen Freiheit der Einzelnen. Wenn man den Bürger hindert, heißt es bei Immanuel Kant, seine Wohlfahrt auf alle ihm selbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen kann, zu suchen, so hemmt man die Lebhaftigkeit des durchgängigen Betriebs und hiermit wiederum die Kräfte des Ganzen. Die Unabhängigkeit in Handel und Gewerbe, wie in Erziehung und Religion, war ein Moment des autonomen Subjekts. Indem Marx den Unterschied zwischen den Besitzern der Instrumente zur Erzeugung wirtschaftlichen Reichtums und der Masse derer, die, um den Hunger zu stillen, einzig ihre Arbeitskraft verkaufen können, den Gegensatz der Klassen, der Herrschenden und Beherrschten, als Wesen bürgerlich-kapitalistischer Wirtschaft proklamierte, hat er Liberalismus, die Überwindung der Krisen bei intakter Freiheit, als Illusion denunziert und damit Aufklärung und die von ihr erstrebte Gesellschaft
einander entgegengesetzt. Das Unvermögen des Liberalismus, für das in der Bundesrepublik der Rücktritt Erhards als eines unter vielen Symbolen erscheint, entspringt nach Marx nicht außenpolitischen Gründen. Die sogenannte freie Wirtschaft führt aufgrund der eigenen Gesetzmäßigkeit in den Untergang. Dass ein beträchtlicher Teil des Mehrwerts, des Überschusses der Produktion über die simplen Lebensbedürfnisse der Massen, das heißt der materiellen Grundlage technisch-industriellen Fortschritts, aus der Verfügung privater Unternehmen in die öffentliche Machtsphäre übergehen muss, um inneres und äußeres Unheil zu verhindern, zeigt, dass reine Konkurrenzgesellschaft aus sich selbst nicht überleben kann. Indem Marx es prophezeite, hat er die große Aufklärung über sich hinausgeführt. Zu ihrer Lehre gehörte die Erwartung, dass in der bürgerlichen Ordnung der Mensch sich voll zu entwickeln vermöge, da sie, wie Kant es formulierte, die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonismus ihrer Glieder und doch die genaueste Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit hat. Schon das 18. Jahrhundert freilich erkannte die Unmöglichkeit liberalistischer Ökonomie, soweit der rechtlich unbegrenzte Liberalismus unter den Völkern fortbesteht. Geschichte, heißt es weiterhin bei Kant, treibt durch die Kriege, durch die überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, durch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im Frieden, innerlich fühlen muss, endlich aber nach viel Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte, zu dem, was ihnen die Vernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hätte sagen können, zum Fœdus Amphictyonum, zum großen Völkerbund. Marx hat gezeigt, dass Spannungen und Kriege, die äußeren politischen Probleme von den inneren Verhältnissen, von der Gefahr der Krisen in den Industrieländern so wenig unabhängig sind, wie die inneren ökonomischen Probleme vom Streit der Völker und Blöcke in der Welt. Innere und äußere Konflikte stehen in Wechselwirkung. Liberalismus in einem Land kann auf die Dauer so wenig bestehen wie Sozialismus in einem Land. Das erste hat Kant, das zweite der von Stalin vergessene Lenin gewusst. Wenn Marx'sche Theorie die äußeren Beziehungen zwischen Staaten und Stämmen in der Welt bei aller Abhängigkeit von der immanenten Entwicklung des Kapitalismus als eigenen bestimmenden Faktor heute unterstreichen müsste, wird sie durch die qualitativen Veränderungen im Innern der Gesellschaft sowohl bestätigt als differenziert. Im Begriff der Klasse blieb der des Einzelnen bewahrt, ohne thematisch zu werden. Die Proletarier führten eine arme Existenz, die, wie er meinte, innerhalb des Kapitalismus materiell stets schlechter wurde.
Sie sollten im Vertrauen auf die kommunistische Idee sich zusammenschließen und die Macht erobern. Die Besitzenden, wie sehr sie unter sich konkurrieren, sind nach Marx bereits vereint, sofern es um die Klassenherrschaft und die Existenz des Ganzen geht, mit dem sie eins ist. Ihnen gehört in Wirklichkeit der Staat. Zuerst steht er für ihre Interessen ein. Inzwischen wurde jedoch offenbar, dass der von Marx erforschte ökonomische Prozess sowohl Wesen und Funktion von Gesellschaft als auch den Einzelnen bestimmt. Im Liberalismus verstand das Bürgertum den Fortschritt der Wirtschaft als Ergebnis des Wettbewerbs unter Kaufleuten, Fabrikanten, Unternehmern aller Art. Die Tüchtigkeit im Konkurrenzkampf sollte für das Schicksal eines jeden bestimmend sein. Mit der ökonomisch bedingten Umstrukturierung der Bedingungen von Konkurrenz, der Zentralisation des Kapitals, wie er es nennt, ändert sich das Wesen der Konkurrenz. Quantität schlägt um in Qualität. Nach den Gesetzen kapitalistischer Produktion, die Marx formulierte, wird immer größere wirtschaftliche Macht von immer weniger Gremien dirigiert. Das Kapital, erklärt er, kann zu gewaltigen Massen in einer Hand anwachsen, weil es dort vielen Einzelnen entzogen wird. In einem gegebenen Geschäftszweig hätte die Zentralisation ihre äußerste Grenze erreicht, wenn alle darin angelegten Kapitale zu einem Einzelkapital verschmolzen wären. In einer gegebenen Gesellschaft wäre diese Grenze erreicht, erst in dem Augenblick, wo das gesamte gesellschaftliche Kapital vereinigt wäre, in der Hand sei es eines einzelnen Kapitalisten, sei es einer einzelnen Kapitalistengemeinschaft. So heißt es im Kapital. Im 20. Jahrhundert könnte man fortfahren. Ist Zentralisation, Zusammenballung des Kapitals, so weit gediehen, dass der Einzelunternehmer für die entscheidenden Zweige von Handel und Industrie nicht mehr kennzeichnend ist. Aktiengesellschaften, wie sehr im Innern einer jeden Rivalität bestehen mag, sind von Komitees und Kabinetten geleitet. Wenn ehemals der Besitzer, wie rücksichtslos auch immer, die Firma für sich selbst, den eigenen Namen, die Familie, die Erben, die von ihm geliebten Menschen und Sachen führte, gehorcht sie nunmehr Direktiven, die aus inneren und äußeren vielfältigen Interessen und Tendenzen resultieren. Von den Individuen ist Konkurrenz auf größere und kleinere Gruppen übergegangen, die in der Wirtschaft nunmehr als Subjekte fungieren. Auch die Angestellten und Arbeiter sind bei ökonomischen wie politischen Aktionen in Verbände gefasst, die ihren Stäben nicht weniger zu folgen pflegen als die großen Firmen den ihren. Vom Bereich des Kommerziellen erstreckt der Prozess sich auf die von Marx sogenannten dritten Personen, auf Massenmedien, Intellektuelle, Nicht-Akademiker und Akademiker.
in der Verwaltung der Universitäten vor ihrer gegenwärtigen Krise, die damit zusammenhängt, trat er kaum in Erscheinung. Sie haben bürgerliche Konkurrenz nur spärlich aufgenommen. Die Veränderung war formell. Seit alten Zeiten, längst vor der bürgerlichen Ära, war dort das Kollektiv, die Fakultät, weitgehend souverän und hat den Zustand fortgesetzt. Eigener Herrscher ist der Professor im Seminar, Laboratorium, in der Klinik. In der Wirtschaft jedoch bildet die neue Rolle der Komitees und Cliquen, die steigende Bürokratisierung der Gesellschaft schlechthin, einen der Gründe, nebenbei sei es bemerkt, für die soziale Angleichung von West und Ost. Das relative Auseinandersetzung im Innern wie im Äußern der Staaten ausschließlich den Gruppen und ihren Repräsentanten zufällt, hat kulturelle Konsequenzen für den Einzelnen. Sprechen zwischen den Privaten als Privaten wird Gerede, Konversation. Was Familie hieß und nicht ganz selten den Menschen in den ersten Jahren positiv zu formen vermochte, ist durch den Wandel von Groß- zu Kleinfamilie nunmehr von der Kleinfamilie in die zweckvolle Verbindung sogenannter Partner weitgehend verändert. Heute wird der Einzelne auch in seinem ferneren Schicksal nicht mehr zum selbstverfügenden Subjekt gebildet. Anders als Marx dachte, gewinnen Proletarier zumindest in der Regel respektablen Lohn und relative Sicherheit. Jedoch die bürgerliche Periode, ihr negativer wie ihr positiver Beitrag zur menschlichen Substanz, der Antrieb, individuell zu disponieren, wird in ihrer Entwicklung übersprungen, nicht unähnlich dem raschen Lauf der Völker in der dritten Welt. Der historisch-ökonomische Materialismus, die Lehre, nach der das Verhältnis zwischen Menschen, ihr Bewusstsein wie ihre seelische Verfassung, von der Struktur der Gesellschaft, letztlich vom Stand der Naturbeherrschung abhängt, wird nunmehr durch die aktuelle Sorge um die Autonomie des Subjekts bestätigt, wie durch so viele andere Erfahrungen, etwa dass der Gang von Wissenschaft und Technik, Fortschritt wie Verkümmerung von Denkweisen, mehr der wirtschaftlich bedingten Spannung zwischen den Nationen als der Sehnsucht nach der Wahrheit entspringt. Dass in der Entwicklung der Menschengattung die Tendenz zur Autonomie des Einzelnen sich als ephemeres Phänomen, als Episode erweisen kann, ist eine Vermutung. Dass die durch Zentralisation des Kapitals bedingte Steigerung der produktiven Kräfte, die Perfektion der Maschinerie in ihrer heutigen Form, der Entfaltung des Menschen in den sogenannten hochentwickelten Nationen nur bescheiden zugute kommt, ist gewiss. Marx war trotz allem positiv. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, so meinte er,
wachse die Empörung der vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Er vertraute darauf, dass die Entfaltung des Subjekts trotz aller technisch-materiellen Perfektion schließlich zustande kommt. Die Automatisierung der Produktion und damit der Gesellschaft sah er nicht als Gefahr. Im Gegenteil, die durch Zentralisierung bedingte straffere Organisation der Macht und der Wirtschaft schlechthin erscheint ihm als wichtige Etappe auf dem Weg zum Richtigen. In den Trusts, schreibt Friedrich Engels im Einverständnis mit Marx, schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Produktion der kapitalistischen Gesellschaft vor der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden sozialistischen Gesellschaft. Bekanntlich sah sich Marx zunächst als Wissenschaftler. Die Behauptung, dass auf den Kapitalismus das richtige Zusammenleben der Menschen folgen müsse, galt ihm als Produkt des intensiven Studiums der bestehenden Wirtschaft, als so notwendig wie nur je ein biologischer Prozess. Die Entwicklung kann durch Katastrophen unterbrochen, zurückgeworfen, ja zerstört, in der Richtung jedoch nicht verändert werden. Was historischer Materialismus heißt, ist bekannt. Seit Anfang war Geschichte durch den Mangel bestimmt. Die einen mussten befehlen, die anderen den Karren ziehen. Mit den langsam sich verbessernden Werkzeugen, von der Hacke über den Pflug zur Maschine, vermochten Stämme, Länder, Staaten ihren Unterhalt zu steigern, schließlich einer Lebensweise zu folgen, die den gewachsenen Kräften entsprach. Mit der Verbesserung der Instrumente wurde aus dem Befehl die Direktive, die Anweisung. Marx und Engels hielten bereits die Zeit für gekommen, in der aufgrund der neuen technischen Errungenschaften die gesellschaftliche Ordnung nicht mehr durch die Art der Arbeitsweise bestimmt sein sollte, Herren oder Bürger auf der einen, Arbeiter auf der anderen Seite. Klassen galten ihnen als überholt. Physik, Chemie, Technik, das zur Herrschaft über die Natur befähigende Wissen war so weit gediehen, dass menschliche Ordnung nicht mehr durch die Leistung im Prozess der Produktion, nicht mehr durch Hierarchie, Macht des Besitzes, Befehlsgewalt diktiert sein musste. Wenn auch Instruktionen bei industriellen Verrichtungen noch immer erforderlich bleiben, die Zukunft war abzusehen, in der die Differenzen zwischen der Beschwerlichkeit verschiedenster Funktionen in der Produktion belanglos, wie Lenin sagte, austauschbar werden. Herrschaftssysteme, Klassenverhältnisse werden antiquarisch, irrational, wenn die menschlichen Kräfte, Wissen, Instrumente einmal so weit gediehen sind, dass die Produktion des reichen Lebens für alle ohne Über- und Unterordnung, ohne Ungerechtigkeit erfolgen kann. Dass Marx im Hinblick auf den Zeitpunkt sich getäuscht hat, unter anderem, weil er nur die kapitalistische Gesellschaft in sich selbst,
nicht die Klassenunterschiede der Entwicklung auf der Erde als Ganzer in Betracht zog, ist offenkundig. Von den Ungleichheiten draußen abgesehen, könnte Menschheit sich ein rationales, friedliches Leben schaffen. Selbst die Negerfrage in Amerika, die Krisen der großen Städte, vom Fortgang der Kultur zu schweigen, wären rasch und positiv zu lösen, ohne die materiellen Gegensätze zwischen dem Westen und Osten und dem zurückgebliebenen Teil der Welt. Die produktiven Kräfte der Menschheit gestatten den Frieden, eine vernünftige, für alle ersprießliche Ordnung der Produktion. In seinem Postulat der Klassenlosigkeit der Zukunft hat Marx die bürgerliche Philosophie wie ihre Konsequenz die bürgerliche Revolution zu Ende gedacht. Selbst die ihm konträre revolutionäre Richtung, der Anarchismus, ist in seiner Forderung mit eingeschlossen. Wie selten immer die Begründer des modernen Sozialismus in Beschreibungen des Endzustandes sich eingelassen haben, mit Herrschaft jedenfalls sollte künftige Verwaltung nichts mehr zu tun haben. Nicht unähnlich den Anarchisten geht es um ein Reich der Freiheit, in dem jeder seine Kräfte positiv entfalten kann. Im Gegensatz der durch Mangel bestimmten Ungerechtigkeit, die den Gang der immer noch andauernden Vorzeit bestimmte, soll Geschichte im eigentlichen Sinn beginnen. Geschichte im Zeichen menschlicher Selbstbestimmung. Den Zweifel, wie weit im Angesicht der Automatisierung, nicht bloß der Industrie, sondern mehr und mehr des ganzen Lebens, solche Entfaltung möglich, ja überhaupt sinnvoll sei, habe ich schon angedeutet. Ebenso den Rückgang der Bedeutung des Einzelnen gegenüber den rivalisierenden Kollektivs, den Cliquen und Bürokratien draußen und drinnen. Wenn historisch-ökonomischer Materialismus die Bedingtheit menschlicher Verhältnisse durch den Stand, die Art und Weise der Naturbeherrschung richtig ist, so muss Verwirklichung des Ideals mit Abschaffung der Klassen keineswegs identisch sein. Struktur des Individuums, die geistige Verfassung, könnte durch Entwicklung des materiellen Lebensprozesses als recht verschieden von der Vorstellung sich erweisen, die dem Reich der Freiheit entspricht, wie Marx, der materialistische Idealist, es verkündigt hat. All dies jedoch kann die Einsicht nicht schmälern, dass Marxens Zielsetzung im Einklang mit den Tendenzen bürgerlicher Geschichtsphilosophie als das logische Endziel politischer Aktivität erscheint. Die anderen Ideale sind verblasst. Theologische Begriffe wurden durch Verbreitung scientifischen Denkens zutiefst erschüttert. Im Gegensatz zu den Jahrhunderten, wo sie, von manchen Intellektuellen abgesehen, den Charakter der Wirklichkeit weitgehend an sich trugen, erscheinen sie selbst Gläubigen heute mehr als Gefühl, Verpflichtung, Tradition, denn als Realität. Der Nationalismus, die andere Möglichkeit absoluter Bejahung, ist zwar aktuell, jedoch gebrandmarkt durch Rückfall in Barbarei.
Sozialismus im Sinn gemeinsamer Naturbeherrschung, Abschaffung der Unterschiede von Besitz und Notstand, Garantie der größten, nur durch die Erfordernisse friedlichen Zusammenlebens eingeschränkten individuellen Unabhängigkeit, erscheint als Resultat des westlichen Gedankens über den Gang der Zivilisation. Die Verbindung mit dem Klassenkampf ist überholt. Das Ziel liegt in Wahrheit Proletariern nicht näher als den aufgeklärten Bürgern. Intellektuelle erfanden den Ausweg, die verzweifelt Arbeitslosen, das sogenannte Lumpenproletariat, sei die gegebene Avantgarde, womöglich verbunden mit anderen Gruppen am Rand der Gesellschaft. Der Einfall ist sympathischer als glaubhaft. Wie dem auch sei, die Zeit ist gekommen, endlich die Marx'sche Lehre im Westen zu einem der zentralen Themen der Bildung zu erheben. Nicht, weil sie in einem großen Teil des Ostens beim Aufholen des westlichen industriellen Vorsprungs als genehme Ideologie fungiert und jeweils den Umständen angepasst als staatlich vorgeschriebenes Bekenntnis doziert wird, sondern um der eigenen Zukunft willen hat nunmehr ihre Übermittlung vielen antiquierten historischen und sonstigen Lehrstoffen in Schulen, Hochschulen und Universitäten zumindest gleich, wenn nicht vorangesetzt zu werden. Soll die junge Generation, die ihr geschichtlich gestellten Aufgaben bewältigen, so bedarf sie neben vielem anderen, das vernachlässigt wird, nicht etwa der Anerkennung, jedoch der Kenntnis Marx'scher Interpretation von Geschichte und Gesellschaft. Mit der Forderung entschiedener Reformen im Unterricht, zu denen die höchst ernsthafte Einbeziehung Marx'scher Geschichts- und Gesellschaftstheorie hinzugehört, stellt sich die Frage, was von pädagogischem ganz abgesehen Besinnung über den Gang der Geschichte und die bedrohlichen sozialen Probleme als theoretisch-praktische Pflicht den denkenden Menschen heute aufgegeben ist. Mögen die Versuche, das letzte Ziel zu bezeichnen, sei es im Sinn des ewigen Friedens von Kant, sei es des Reichs der Freiheit, fragwürdig sein. Eines scheint offenkundig. Voraussetzung für eine menschenwürdige Gesellschaft in der ganzen Welt, zunächst für den Rückgang der Ungerechtigkeit innerhalb der Staaten, wie der katastrophalen, mit der Ungerechtigkeit verbundenen äußeren Gegensätze, ist die Beseitigung der materiellen Not. Es fehlt nicht an gewaltigen, achtunggebietenden Anstrengungen, ihrer Herr zu werden. Jedoch steht alles, insbesondere was die mächtigen Staaten zugunsten der Ärmeren unternehmen, im Zeichen der Strategie. Nicht weniger als die Verfügung über gewährte Hilfe in den bedürftigen Ländern im Zeichen des Interesses der dort jeweils Herrschenden. Eben diese Faktoren des kollektiven und individuellen Selbstinteresses, des Schutzes, der Verteidigung, der Herrschaft anzuprangern, ohne realistische Gedanken, wie sie zu begrenzen wären, ist bereits geläufige Kritik. Eine naheliegende, dem Allgemeinbewusstsein nicht ganz so vertraute Frage betrifft die praktische Konsequenz.
Wäre es möglich, so etwa, ließe sich fragen, sachverständige Menschen in der Gegenwart zu vereinigen, um einen bis in alle Einzelheiten durchdachten und realitätsgerechten Plan zur Überwindung der Not zu entwerfen, unter der Verpflichtung, politische Bindungen, nationale Rücksichten außer Acht zu lassen. Könnte in Jahren hingebender Arbeit eines solchen Kreises einzig aufgrund genauer Forschung nicht bestimmt werden, was ein jedes Land mit seinen Rohstoffen und Maschinen zu leisten hätte, ohne auch nur einen seiner Bürger schlechter zu stellen, um die Nahrungsmittel und Instrumente zu liefern, die Lagerhäuser und Transportwege herzustellen, den Geburtenzuwachs zu regeln, damit in einer ungefähr zu berechnenden Zeit in so und so vielen Jahren niemand auf der Erde hungern müsste, damit Spitäler geschaffen, medizinisches Personal erzogen und bereitgestellt, Epidemien verhütet werden, schließlich jeder eine menschenwürdige Wohnung hat, von den Vereinten Nationen und anderen Institutionen ist schon sehr viel Material gesammelt. Doch bedürfte es weiterer, eingehender, langwieriger Sammlung von Material, Überlegung und Auswertung. Könnte eine solche Institution, wie die Individuen, Akademien und Stiftungen, die mit ihr verbunden wären, als weitere entscheidende Aufgabe es übernehmen, die Menschen der Welt über den Fortgang der Arbeit als höchst wichtiges Unternehmen ständig zu unterrichten, sodass die Bemühung von vielen ernsthaft Bekümmerten als Vorbedingung jenes Reichs der Freiheit aufgenommen wird, wie seine Möglichkeit auch beurteilt werden möge. Die Anstrengung würde, so meine ich, dem materialistischen, idealistischen wie dem theologischen Gedanken durchaus entsprechen. Wohl ist mir bewusst, dass die Idee, bei solchem Unternehmen von Macht und Taktik abzusehen, weltfremd erscheint. Der Plan des wahren allgemeinen Völkerstaates, heißt es wiederum bei Kant, mag in der Theorie noch so artig klingen, so gilt er doch nicht für die Praxis. Die Natur jedoch, so hält er den politisch Orientierten entgegen, muss mit in Anschlag gebracht werden, auch die menschliche Natur, die ich nicht für so versunken im Bösen halten kann oder will, dass nicht die moralisch-praktische Vernunft nach vielen misslungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen sollte. So bleibt es also auch in kosmopolitischer Rücksicht bei der Behauptung, was aus Vernunftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis. Soweit Kant. Wie immer die richtige Gesellschaft, deren Verwirklichung trotz allem Fortschritt weit mehr gefährdet ist, als Kant und Marx es ahnen konnten, beschaffen sei. Jene Institution könnte die Menschen in dem Bewusstsein vereinen, aus dem die Solidarität entspringt, die dem Gedanken heute näher liegt als die des Proletariats. Nämlich die Solidarität der endlichen Wesen als Endliche, der von Leiden und Tod bedrohten Menschen, die schöner, heller und länger leben wollen. Jene Solidarität,
die einmal auf die Kreatur schlechthin sich erstrecken könnte. Wäre die Institution mit dem konkret zu bestimmenden Plan, der schließlich von den Menschen unterstützt, die Politik korrigieren oder ihr zu Hilfe kommen könnte, vielleicht ein der Gegenwart entsprechender, dem Alten wie dem Neuen Testament nicht widersprechender Dienst? Der durch Marx bestimmte Gedanke mag, selbst in solcher Allgemeinheit skizziert, der Korrektur bedürfen, ich konnte es nicht unterlassen, ihn wenigstens auszudrücken.